Also, wenn ich Gäste habe, denke ich mir oft, was gebe ich denen am Anfang zum Drink, zum Aperitif? Und jetzt habe ich mir was einfallen lassen fürs letzte Abendessen, was ich gemacht habe. Und zwar habe ich selbst einen Buttermilch-Frischkäse gemacht und dazu gepickelte Weintrauben. Ich liebe Essen mit Säure. Das gibt einfach so einen gewissen Kick und komplettiert meistens das Ganze. Und gepickelte Weintrauben sind ganz eine lustige Sache, weil die schauen aus wie Oliven und das ist wirklich eine optische Täuschung. Man beißt hinein und hat ein unglaublich gutes, süß-saures Erlebnis zu diesem Frischkäse dazu. Wir machen jetzt einen Buttermilch-Frischkäse. Dazu gebe ich 1 Liter Vollmilch. Ja, der Topf war schon ein bisschen warm. Ist wirklich total einfach. Und macht wirklich was her und ist einfach wirklich, wirklich wahnsinnig köstlich. Und man kann das dann mit frischen Kräutern und ich gebe heute noch Radieschen dazu, so einen richtigen köstlichen Frühlingsgeschmack zusammenbringen. Also hier habe ich jetzt 1 Liter Vollmilch, 1/2 Liter Buttermilch und dann gebe ich noch dazu einen ordentlichen Teelöffel Salz. Auf mittlerer Flamme lassen wir das jetzt dann ganz leicht vor sich hin köcheln und es ist dann einfach so, die Molke setzt sich ab und das, was übrig bleibt, ist der Frischkäse. Und das seihen wir dann ab und geben es ein bisschen in den Kühlschrank zum Auskühlen und die Sache ist schon erledigt. Also wirklich extrem einfach und ich finde auch sehr originell. Während wir jetzt warten, dass die Milch ein bisschen klumpig wird und dass sich die Molke absetzt, machen wir unsere eingelegten Weintrauben. Die werden einfach in Weißweinessig mit etwas Wasser, mit Knoblauch, Rosmarin, ein bisschen Zucker eingelegt und das kühlt dann nur aus, fertig. Und das Ganze hält dann 2 Wochen im Kühlschrank. Gut, jetzt schauen wir noch mal kurz, wie es hier ausschaut. Ja, das beginnt genau jetzt, der Prozess, wo das sich zersetzt. Ich habe hier ein ganz normales Nudelsieb und, was wieder zum Einsatz kommt, obwohl meine Kinder schon groß sind, ich habe kein so ein typisches Käsetuch gefunden und habe Windeln gekauft. Die sind nämlich recht durchlässig. Und habe die einfach ausgekocht und das kann man jetzt super dafür verwenden. So, man sieht jetzt sehr gut, das wird jetzt darunter ganz wässrig und oberhalb haben wir schon den Käse. Das wird dann unser Käse werden. Und in dem Tuch lässt sich das dann sehr gut ausdrücken, dass er dann fest wird. Am Anfang ist er noch ein bisschen bröckelig, kommt auf den Fettgehalt an, ein bisschen cremiger. Und je kälter er wird, desto fester wird er. Also, jetzt ab damit ins Sieb mit unserer Windel. Ein sogenannter Windelkäse. Oh, das klingt ein bisschen grausig. So, und jetzt lassen wir das abtropfen. Das tropft jetzt hier mehr oder weniger von alleine ab. Und wir haben genug Zeit, um unsere Weintrauben zu machen. Einfachster Weg, um Knoblauchzehen zu schälen, ist einfach sie kurz anzuquetschen. Ist eh gut, weil dann kommt einfach mehr Aroma raus und dann lässt sich die Schale wirklich ganz, ganz einfach ablösen. Die geben wir auch dazu. Rosmarin. Jetzt lassen wir das kurz sieden. Und sobald es eben siedet, kommt das hier hinein. Und dann lassen wir es auskühlen und dann ist die Sache schon fertig. Passt auch sicher gut zu scharfen Gegrillten oder so, weil diese Süße von dem Weintrauben da sehr viel ausbalanciert. Durch die heiße Temperatur kommen die ätherischen Öle aus dem Rosmarin raus. Das macht Sinn, die nicht einfach hier reinzustopfen, sondern einfach vorher mit zu erhitzen. Und der Essig kann was. Jetzt fängt es an, leicht zu bubbeln. Jetzt geben wir es raus. So, die Menge ist ziemlich perfekt. Jetzt geben wir noch den Rosmarin dazu. Auch der Knoblauch wird nicht verschwendet. So. Das quetsche ich jetzt noch aus und dann gebe ich das mit der Windel auf einem kleinen Teller einfach in den Kühlschrank und lasse es kurz überkühlen. Und dann werden wir das Ganze finalisieren mit Olivenöl, frischem Schnittlauch und Radieschen und schon ist unser perfekter Aperitifbegleiter fertig.
Unser Frischkäse war jetzt eine halbe Stunde im Kühlschrank und der ist wunderbar fest geworden. Eine richtig schöne Kugelkäse. Und jetzt machen wir das richtig frühlinghaft. Ich gebe gerne ein bisschen Pfeffer drauf, weil er ist jetzt nicht wahnsinnig stark gewürzt. Es ist eigentlich nur ein bisschen Salz drinnen. Das, dann geben wir noch etwas Olivenöl drauf. Und jetzt kommt der Frühling. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen ernten. So, werden wir Schnittlauch, frischen Schnittlauch drauf geben. Das kann man machen mit Kräutern, die einem besonders gut schmecken, mit Basilikum. Basilikum und frische Tomaten auch dazu, schmeckt wirklich, wirklich gut. Und was der Kräutergarten hergibt, passt zu diesem Buttermilchfrischkäse. Und was mich fasziniert, das aus dem Supermarkt ist keine Kunst, aber das haben wir alles selbst gemacht. Und das war wirklich extrem einfach und man kann die Zutaten überall bekommen, muss keine absurden Strecken zurücklegen, um sich selber mal einen Frischkäse zu machen. Unser selbstgemachter Frischkäse mit Schnittlauch und Radieschen. Und dazu gibt es eingelegte Weintrauben.